Ja, heute haben sich getroffen zwei Mannschaften, was hatten sehr viel Ähnlichkeit. Beide große Umbau, viele neue Spieler. Und ich denke, das hat auch, oder das haben die Gründe, großen Einfluss an heutiges Spiel auch gehabt. Von unserer Seite, ich habe gesehen, das haben wir sehr gut angefangen. Das war ein stabiler Auftritt. Nach Viertelstunde haben wir ein bisschen Initiative für Gegner überlassen. Dann haben wir wieder den letzten Teil von der ersten Halbzeit aus meiner Sicht sehr gut agiert. Viele Standards bekommen und gefährlich gewesen. In zweiter Halbzeit war nicht mit dieser Qualität, was hat es mal gewünscht oder vorgestellt, aber wir haben uns ein Ziel vorgenommen, zu Null zu spielen, und mindestens dieses Ziel haben wir erreicht. Die Sicherheit hat jeden von uns Trainer erhofft, dass wir Dreier heute holen. Aus unserer Perspektive, wir müssen mit Punkt zufrieden sein. Da ist so viel Arbeit noch bei uns, so viel Sachen muss man noch in den Griff bekommen. Und wenn ich sehe, nur ein Beispiel, unsere drei Spieler nach vorne, welche Alter haben die, und die armen Kerls hatten nur 14 Tage frei, 14 Tage frei in diesem Sommer. Und einer kommt aus vierter Liga, einer kommt aus dritter Liga und einer hat mit Osnabrück Liga verlassen. Die mussten durch, die haben versucht, aber man hat gesehen, das war kein Durchschlagkraft, das waren wir nicht gefährlich von unseren offensiven Leute für Gegner. Ganze Gefahr war bei Standardsituationen oder auf zweiter Reihe. Und das sind die Sachen, was kann man nicht verändern. Die brauchen Zeit, wir müssen arbeiten. Die Jungs haben Talent, das ist das Allerwichtigste, aber haben wir deutlich gesehen, da ist sehr, sehr viel Arbeit von uns. Danke. Vielen Dank. Und Ihr Statement zum Spiel an Jürgen Boysen, bitte. Ja, Sie können sich nicht vorstellen, wie gerne ich heute drei Punkte auf unserem Konto gehabt hätte, aber das eine ist der Wunschgedanke, das andere das Spiel, die Realität, und ich sehe es genauso wie Milan, dass wir sehr schwer ins Spiel gekommen sind, fast schon zu lange gebraucht haben, eine schlechte Zuordnung, dann immer wieder gegen den Ball gekämpft, dann haben wir glücklich gehabt, viel zu schnell wieder hergegeben, und wir kamen in den ersten 20 Minuten mit dem guten Pressing von Duisburg nicht zurecht, und deswegen kam auch schon davor relativ früh die Ansage an unsere Defensive, nicht über dieses ständig durchkreuzte Kombinationsspiel unseren Weg in die Tiefe zu suchen, sondern vielmehr gegen eine hochstehende Duisburger Mannschaft in den Rücken zu spielen. Und da hatten wir dann, glaube ich, auch unsere besten Szenen, wo wir Land gewonnen haben zur gegnerischen Grundlinie, wenngleich natürlich auch bei uns die Chancen nicht in Hülle und Fülle, sondern halt eben Seltenheitswert hatten. Und die besten Gelegenheiten hatte sicherlich Jun Jute, als er einmal zu früh abschloss und zum anderen knapp am Tor vorbei spitzelte, er den Ball aber auch nicht hatte präzise platzieren können. Aber es war viel Kampf aus meiner Sicht, wenig Struktur in unserem Spiel, und auch da sehe ich Parallelen zu unserem Gegner. Wir brauchen einfach noch Zeit, um unsere Linie zu finden und unserem Spiel Qualität zu verleihen, und deswegen hatten wir nur Phasen, wo wir ja ordentlich zum gegnerischen Tor gespielt haben, im Verhältnis zu wenig. Wichtig zu sehen war für mich, dass auch dieses Mal die Abwehr gut stand. Wir haben wenig zugelassen, insbesondere unsere Innenverteidigung funktioniert prächtig. Ich denke, in der Defensive haben unsere Außenverteidiger auch einen guten Job gemacht, wenngleich der Druck über die Außenposition von hinten heraus ausschließlich über Nils Teixeira kam. Er hat gute Bälle in den Rücken gespielt, muss ich sagen, aber dann hat im Zentrum außer Savajelen halt eben dann auch ein Stück weit mehr Qualität und Spielintelligenz gefehlt. Es war ein durchgängiges Bemühen, aber zu wenig Ideenreichtum, Ballbesitz, Behauptung im Ballbesitz, und ja, dieses besagte Kombinationsspiel haben wir selten hingekriegt. In der Summe hatten wir 4, 5 gute Situationen. Ich habe auch einen Elfmeter gesehen, aber es ist halt nicht gefährlich.
gepfiffen worden. Der Nachschuss sollte Huber dann halt eben wenigstens verwandeln. Es war eine sehr gute Gelegenheit, auch die Möglichkeit von Villinger oder als Baba KG sich auf der rechten Seite super durchgetankt, im letzten Moment den Ball zu weit vorgelegt hatte. Das waren die Ausnahmesituationen, die aber natürlich auch mal reichen können, um ein Tor zu erzielen und dann am Ende vielleicht auch glücklich zu gewinnen. Aber ich bin alles andere als enttäuscht und sauer. Es gibt Spiele, wo wir auch mit diesem Ergebnis natürlich gut leben können. Die Null hat gestanden, wir haben einen Punkt, auch wenn wir 3 gerne gehabt hätten. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, es wäre ein Wunder, es würde ein Wunder grenzen, wenn alles schon optimal und nach Plan laufen würde. Herr Sasic, Sie haben gesagt, dass Sie eine sehr junge Offensive aufgeboten haben, haben aber gleichzeitig Spieler wie Domaszewski und Schau auf die Bank gesetzt. Warum? Vielleicht können Sie ein bisschen das dazu sagen. Wir wollten mit ihm der Offensive auftreten. Herr Sasic, Sie haben auch das System geändert, nicht mit 2 Spitzen diesmal, sondern im 4-2-3-1. Was waren denn dafür die Gründe? Ich denke, das haben Sie gesehen, warum haben wir das getan. Ich habe gesehen, ein Spieler, was hat vergangene Saison hier in Ihrem Verein gespielt, das hat heute ein sehr gutes Spiel gemacht. Und wir suchen uns. Und wir müssen flexibel sein, auch in die Richtung, welches System wird gespielt. Jürgen arbeitet so akribisch, so wie haben wir uns vorgenommen bei seiner Verpflichtung. Er hat eine gelbe Karte bekommen, wo war keine Grund gegeben, aber er hat gekrätscht, er hat den Ball gekrätscht. Er setzt nach, er schaltet um, er arbeitet toll, er ist irgendwo bei 80%, aber ich habe gesehen, das hat ein sehr, sehr gutes Spiel heute gemacht. Und dann müssen wir Trainer entscheiden, wo wird man Gewichter verlagern, wer wird man belohnen. Und wir sind in die Forschungsphase noch immer, klingt für einige irgendwo ja, zu naiv oder unprofessionell. Aber in 4 Wochen kann kein Trainer auf dieser Welt alles ausprobieren und gucken, wie sieht das. Wir sind gerade jetzt da, wo sind wir letztes Jahr bei Beginn Saison gewesen mit Vorbereitung für neue Saison. Und man beobachtet alle Bewegungen, man sitzt Schwerpunkte und das war diese Woche Schwerpunkt. Jürgen hat alle Sachen sehr gut gemacht. Deswegen war er heute auch in erster Elf und vielleicht kann ich auch dann Ihren Kollegen, was hat Frage nachher oder vor euch gestellt und trotz der Sache, dass er weiß, dass er scheidet nur eine Leistung, warum ein anderer spielt, auch dann vielleicht teilweise Antwort geben.